heute ganz experimental. Wir möchten euch nämlich einige Varianten vorstellen, wie man unsere Stunt-Making-of-Berichte im Fernsehen zeigen kann. Wir haben einmal eine sehr Videoclip-artige Variante zusammengeschnitten und wir haben einmal eine Reportagegeschichte. Eine Reportagegeschichte, ein bisschen mehr journalistisch aufgezogen, jetzt aus Berlin mit Stuntman Matthias Barsch. Neben einem Geschicklichkeitsparcours, der eher dem Standard entsprach, hier die Vorführung von Mario Susco, die mit Sicherheit dann nicht dem Standard entspricht. Was es unseres Wissens europaweit noch nicht gegeben hat, war der Burnout eines Motorrades, gekoppelt mit einem tanzenden Hubschrauber. Und los! Und um beim Thema Showstunts weiterzumachen, wie wir Showeinlagen trainieren, zeigt unser nächster kurzer Beitrag. So, nach der wilden Schleuderei, jetzt zum Thema, wie versprochen, Videoclip. Thank you.
Weiter mit einem BMW-Crash in einer Innenstadt mit 150 km/h. Das ist zwar unglaublich, aber manchmal spielen die Behörden mit, geben einem eine Straße am Sonntagmorgen und lassen dann einen Stunt zu, wo man eigentlich denkt, sowas kann man nur in Amerika drehen. Ein verträumter Sonntagmorgen in Düsseldorf. Während die Stadt noch schläft, ist ein aufgewecktes Filmteam bei der Arbeit, legt Ölauffangplanen aus und bringt Straßenverankerungen an. Kameras werden eingebaut. Und so manchen Autoliebhaber packt beim Anblick dieser Bilder das Entsetzen. Alles wird wieder und wieder überprüft. Die Atmosphäre ist gespannt. Jedes Detail wird exakt abgesprochen. Für diesen Stunt gibt es keine filmischen Tricks und auch kein zweites 150.000 Marks Auto. Es muss beim ersten Versuch klappen. Die Vordrehs beginnen. Ein Ausweichen vor einem LKW. Und dann ist es soweit. Der schnellste Crash der Fernsehgeschichte. Der Stunt hat gut funktioniert. Wer wissen will, wie es weitergeht, sollte sich auf jeden Fall die Actionkomödie Nur aus Liebe im Kino ansehen. Es lohnt sich. Weiter geht's im Drehbuch. Die in Panik versetzten Schmuggler versuchen, sich der Beamten zu entledigen. Und dafür ist ihnen selbst das teure Transportgut recht. Zwei nagelneue BMWs sollen vom LKW fallen und den beiden Beamten den Weg versperren. Auch das erfordert genaue Anweisung aller Beteiligten. Thank you.
Dieser Wagen sollte eigentlich umkippen und auf dem Dach über die Straße schleifen. Nochmal wird mit den Technikern gesprochen und dann heißt es, anpacken für alle Mitwirkenden, um erneut zu drehen. Wie immer beim Film wird alles nacheinander gedreht. Nachdem jetzt das Herunterrollen und Schleifen der beiden Wagen im Kasten ist, kommt der zweite Teil dieser Sequenz. Beide Wagen lösen sich vom LKW, liegen auf der Straße und unsere Helden müssen den Hindernissen ausweichen. Crashbilder gibt es exklusiv und nur bei Stunt Team zu sehen. Im Film kommt der BMW natürlich nicht zu Schaden. Sonst wäre es auch nicht das perfekte Actionmärchen.